In diesem Jahr zeichnen sich die Vorträge auf den Automobiltagen dahingehend aus, dass wir viel, viel stärker über Umsetzungen in kompletten Fabriken reden und nicht nur über Einzelapplikationen, wie wir es in der Vergangenheit hatten. Jetzt sind wir in der Realität mit Industrie 4.0. Vor allen Dingen freue ich mich jetzt auf das, was noch kommen kann. Ich denke mal, da ist noch viel Potenzial für weitere Dinge, wo wir unmittelbar mit Technologie von SICK interagieren können. Ihre Fabrik in Hochdorf ist natürlich eine wunderbare Vorlage. Jetzt geht es darum, wie kann man diese Konzepte auch ausrollen auf viele Fabriken von unterschiedlichen Unternehmen weltweit. Ich denke, das ist ein wunderbarer Start in diesem Jahr. Spannenden Dialog mit kleineren Firmen, mit Startups, mit OEMs im Automobilsektor, dass man hier kreativ über neue zukunftsträchtige Technologien diskutieren konnte, über die Produktion, die Logistik der Zukunft und vor allem, wie SICK hier in dem Feld agiert. Unsere Industrie verändert sich so schnell, dass ich gesagt habe, wir müssen da am Ball bleiben und müssen auch sehen, was verändert sich an welcher Stelle. Und da helfen natürlich solche Events wie hier die SICK Automobiltage, um einen Querschnitt zu bekommen, was tut sich an welcher Stelle und was kann für unsere Fabrik interessant sein. Die SICK Automobiltage sind für mich, für uns extrem wichtig und interessant, weil wir hier ganz unterschiedliche Spieler und Stakeholder zusammenbringen. Sowohl Hardwarehersteller als auch wirklich Sensorhersteller wie SICK, aber auch Anwender wie aus der Automobilindustrie und jetzt auch uns als Startup.